Jetzt ist genau die richtige Zeit für Übergangsoutfits. Die 7 Days 7 Looks in diesem Monat tasten sich also so langsam an den Herbst heran. Das Outfit am Montag startet erstmal mit der Capri Leggings von Philippa K., die ich im Sommer nur allzu gerne getragen habe. Statt einem sommerlichen Top wie sonst kombiniere ich hierzu diesmal aber einen warmen Strickpullover. Dieser hier ist ein Lammwollpullover von Uniqlo, meinem Kooperationspartner in diesem Video. Jetzt, wo es langsam herbstlich wird, sind Stricksachen die ultimativen Herbstbegleiter. Und bei Uniqlo gibt es eine relativ große Vielfalt davon, ob aus Lammwolle, Merinowolle oder aus Kaschmir. Und zwar in vielen verschiedenen Farben. Meine Wahl fiel hier jetzt auf einen grauen Pullover in Oversize, da ich die Passform so am liebsten an mir mag. Ich mag, dass die Schulternähte etwas niedriger liegen, der Halsausschnitt aber gleichzeitig nicht zu weit ist. Die Lammwolle beim Uniqlo Pullover ist weich und absolut nicht kratzig, da muss ich dann auch nicht unbedingt etwas drunter ziehen. Den bis jetzt sehr bequemen Look brechen wir mit ein paar glänzenden Pumps. Diese hier sind von Jimmy Choo, die ich seit gefühlt einer Ewigkeit habe. Und bei der Tasche greife ich zu einem Shopper von Dragon Diffusion, der dieses schöne Flechtmuster hat. Zu guter Letzt noch meine kleine, ovale Selima-Sonnenbrille und fertig ist das erste Outfit für den milden Herbstanfang. Das Dienstagsoutfit beginne ich mit einem weißen T-Shirt von Anine Bing. Als nächstes kombiniere ich einen schwarzen Minirock von Arke dazu. Dann ziehe ich noch schnell ein paar Socken an, denn ich trage in diesem Outfit diese Boots von Flatshirt. Ich finde, Boots zum Minirock ist eine schöne Kombination für den Herbst. Dann peppe ich das Outfit noch mit Perlenohrringen von Astrid und Mio auf. Und ich finde, als Tasche passt eine weiche, unförmige Tasche am besten dazu. Also kommt hier meine Vintage Bottega Veneta zum Einsatz. Im Idealfall ist man vielleicht ein bisschen größer als ich, sodass man bei solchen hohen Stiefeln noch etwas mehr Bein zwischen Stiefel und Knie hat. Aber ja, da kann man nichts machen, wenn man einfach unter 1,60 groß ist. Und die Sonnenbrille ist hier ein altes Modell von Celine. Sie sieht von der Form aber sehr ähnlich aus zu dem klassischen Wayfarer-Modell von Ray-Ban. Ich ziehe noch einen Blazer drüber. Dieser ist ein dunkelgrauer Wollblazer von Bofill. Und fertig ist das Outfit. Auch der Look für den Mittwoch beinhaltet einen Rock. Hier ist es aber ein weißer Maxi-Rock von The Garment. Als Oberteil kombiniere ich dazu einen schwarzen Cardigan aus 100% Merino-Wolle von Uniqlo. Der Cardigan ist schön weich und der Stoff glatt und ich finde, das gibt einen schönen Kontrast zu dem strukturierten Rock. Die Teile aus Merino-Wolle haben bei Uniqlo außerdem eine Anti-Pilling-Behandlung, das heißt, sie fusseln nicht, was ich sehr gut finde. Bei den Schuhen kommen diesmal keine Sommerschuhe wie Sandalen oder so dazu, sondern weiße Lederloafers von COS, um das Outfit herbstsicher zu machen und um das gewisse Schwere zu verleihen. Bei der Tasche greife ich zu dem großen Ledershopper von Kate. Der Shopper ist lässig und entspannt, zugleich aber auch schick und wir wissen alle, dass das meine zwei liebsten Adjektive in Sachen Mode sind. Die Sonnenbrille, die ich hierzu trage, ist ein Modell von Celine. Weiter geht's mit dem Donnerstag. Auch hier kommt wieder ein Teil aus Merino-Wolle von Uniqlo zum Einsatz. Diesmal allerdings ein Pullover in Off-White. Was ich bei Merino-Wolle so mag, ist, dass sie sowohl bei Kälte, aber auch bei Hitze isoliert. Das ist ganz gut, wenn das Wetter wechselhaft ist. Das Outfit wird an sich recht klassisch und simpel. Dazu kommt eine Jeans von Anine Bing. Ein schlichtes Modell ohne großartige Waschung, mit lockerer, aber nicht zu lockerer Passform und geradem Bein. Bei den Schuhen greife ich zu den Sandalen von Kate. Das ist das, was ich an Übergangsoutfits echt so am liebsten mag, die Mischung aus Sommerteilen und Herbstteilen zusammen in einem Outfit. Die Tasche, die ich hierzu kombiniere, ist die Vintage Kelly Bag von MS. Um den Look einen kleinen Tick interessanter zu machen und das Gold der Tasche aufzugreifen, trage ich dazu noch einen goldenen Armreif von Monica Vinader. Dennoch die Celine Sonnenbrille dazu. Und wenn es dann doch noch etwas frischer sein sollte, ziehen wir da noch etwas drüber.
Es ist dieser taubfarbene Mantel von System. Er ist selbst in der kleinsten Größe so oversized geschnitten, dass ihn Johannes sogar ausleihen könnte. Und ich finde, genau das macht diesen Mantel und damit jedes Outfit damit einfach so cool. Das und die leichte Struktur in der Farbe, der Schlitz hinten. Ja, einfach ein cooler Mantel, aber genug dazu. Sandalen zu langen Mänteln gehört auf jeden Fall auch zu meinen liebsten Kombinationen. Eine Kombination, die man wetterbedingt leider nur für eine kurze Zeit im Jahr tragen kann. Aber ein Look wie dieser ist definitiv mein Go-To-Look für, ja, solange es möglich ist. Beim Outfit für Freitag beginnen wir mit einem weißen Tanktop von Anine Bing und einem schwarzen Rock von COS. Dazu kombiniere ich weiche Lederballerinas. Ich wollte, dass die Schuhe hierzu ganz slouchy und schlupfig, weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber so schlupfig aussehen. Und diese alten Ballerinas von Celine sind ideal dazu. Ich schnalle mir außerdem noch einen Gürtel um. Dies ist ein Ledergürtel von Arcade Man in Braun, damit wir das Schwarz ein wenig aufbrechen. So, und dann kommt noch ein Strickteil dazu. Das hier ist jetzt ein schwarzer Pullover von Edited, den ich mir an warmen Tagen so um die Schulter binde. Diese Layer verleiht dem Outfit mehr Tiefe, mehr Charakter. Und als Tasche haben wir hier wieder den schwarzen Flechtshopper von Dragon Diffusion. Und außerdem eine ovale, semitransparente braune Sonnenbrille von Dimai by Dimai. Der Pullover ist aber nicht nur ein reines Styling-Accessoire. Wenn es kühler ist, ziehen wir den natürlich auch einfach an. Und fertig ist auch dieses Outfit für den Herbstanfang. Das Samstags-Outfit startet mit diesem Wollpolunder von Arcade. Es ist, glaube ich, das allererste Teil, das ich jemals bei Arcade gekauft habe. Und das nächste ist wohl mein meistgetragenes Teil von Arcade, nämlich diese schwarze Seidenhose. Dazu ziehe ich die Kate-Sandalen an. Und außerdem nehme ich die kleine 90s Bag von The Row dazu. Die passt einfach auch wirklich zu jedem Outfit. Da passt nicht viel rein, aber das Nötigste auf jeden Fall. Als Jacke kombinieren wir diese super schicke schwarze Lederjacke von Turn dazu. Ich liebe es, dass sie so geradlinig ist. Das ganze Outfit ist so eine komplette Symbiose aus Sommer- und Herbstpieces. Ein Zusammenspiel aus schweren und leichten Materialien. Ja, das Outfit mag ich auf jeden Fall sehr. Es ist wirklich so die Balance aus allem zusammen. Ja, wie gesagt, das ist etwas, was man einfach nur im Herbst anziehen kann oder auch Frühling. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht eine lange Zeit, in der man das anziehen kann. Aber es sind einfach wirklich schöne Kombinationen, die ich persönlich einfach sehr, sehr gerne mag. Sonntag, der letzte Look. Hier trage ich bereits ein rückenfreies Top von Philippe K. Ich glaube, man kann in dem Video nicht wirklich sehen, dass es rückenfrei ist, weil ich mich nicht wirklich umdrehe. Ich ziehe dazu jedenfalls noch eine schwarze Strickhose von bei Marlene Bilger dazu an. Und die Sandalen sind flache Zehentrenner von The Row. Sonntags wollen wir es schließlich bequem und gemütlich haben. Dann bringen wir noch einen ganz leichten Hauch von Farbe rein mit diesem hellgelben Hemd von Arcade. Dann noch der Shopper von Kate dazu. Vielleicht geht man ja auf den Wochenmarkt mit diesem Outfit, wer weiß. Und wir machen das Outfit aber noch ein wenig herbstlicher. Zuerst knöpfe ich das Hemd bis ganz nach oben zu. Und dann kommt noch eine Strickjacke drüber. Diese ist eine Wickeljacke von Philippe K. Die ist leider ein bisschen älter, aber vielleicht gibt es da irgendwas Ähnliches. Ich finde das ganz cool, so mit dem zugeknöpften Hemd, was oben so rausguckt. Comfy und chic. Und wenn man es dann doch noch etwas mehr dressy haben möchte, einfach ein paar auffällige Ohrringe dazu tragen. Diese hier sind von Lee Studio. Ja, und das waren alle meine Looks für die Übergangszeit. Ich hoffe, die Outfits können euch ein bisschen inspirieren und euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!